Das finde ich gut. Kein Problem. Also gerade eben war es schon, also ich musste auch über die Straße, aber da ist ja ein LKW und Co. auch noch hinterhergefahren. Also ich finde, es gehört zu einer Innenstadt und Gott sei Dank lebt es hier. Aber ich wohne an der 300er in Geisenfeld, also es gibt Schlimmeres. Nein, das stört mich nicht. Ich finde, es ist doch gut. Also wenn es in der Stadt was rührt und... Das stört mich mehr. Da, ein Radlfahrer, der sich aufregt, denkt so am Kack, das, sowas regt mich auf. Ich fahre ja selber Bus, eigentlich stört mich nicht. Ich muss sagen, dass ich damit überhaupt keine Probleme habe. Also mich stört es nicht. Ich wohne da in der Innenstadt, das echt, das stört mich nicht. Teilweise sind es schon ein paar zu viel, muss man sagen. Aber was noch ärgerlicher ist und was laufend auffällt, es fahren viele Privatleute durch. Und da sind die Kontrollen zu lasch, muss ich sagen. Weil was sich da manche Leute erlauben, die fahren ja immer Straßen teilweise verkehrt rum durch, vorne unten in der Sauerstraße. Also unglaublich. Aber Busse ist doch etwas zu viel. Die fahren ja jetzt nicht direkt in der Fußgängerzone. Die Fußgängerzone ist ja so, also für mich ist das problematisch. Also seit 9 Jahren sind wir da und das hat uns immer gestört, auch diese Geräuschkulisse. Aber wir haben uns daran gewöhnt, weil mittlerweile haben wir auch die Hoffnung aufgegeben, dass das irgendwann besser wird, weil wenn unsere Stadtplaner das nicht selber nicht merken, dann habe ich weniger Hoffnung, dass sich was besser wird, aber es ist wahnsinnig störend.